Hey Leute, ich bin's Kim und habe einen Primark-Haul für euch, denn letzten Monat hat ja hier in Köln ein neuer Primark eröffnet, aber ich wollte nicht direkt da rein, denn meine Freunde meinten, es wäre einfach mega voll da drin gewesen. Am ersten Tag musste man irgendwie 3 Stunden warten, bis man endlich an der Kasse also bezahlen konnte. Und so nach einem Monat jetzt dachte ich mir, könnte ich mal da reingehen und mal schauen, was die so für neue Sachen haben und wie es da drin aufgebaut ist. Und ich muss sagen, sehr, sehr unübersichtlich. Denn in Essen ist es ja so, dass man einmal in der Etage rumgehen kann und dann hat man alle Klamotten gesehen. In Köln war es aber leider so, dass ich irgendwie, das ist wie ein Labyrinth, du gehst da durch und ich hatte teilweise echt das Gefühl, dass ich in der Ecke noch nicht war und habe dann eine Hose gesehen, die ich unbedingt haben wollte, aber dort drüben in meiner Größe nicht gefunden habe. Sieh die dann da. Ich so, oh mein Gott, Freunde, guck mal, hier sind die Hosen nochmal. Und dann meinen meine Freunde einfach, Kim, hier waren wir gerade schon. Und dann denke ich mir so, oh, okay. Das Beispiel jetzt nur, um euch zu zeigen, wie unübersichtlich ich es da drin finde. Aber egal, fangen wir einfach mal an mit unserem, beziehungsweise meinem Primark-Haul. Das ist meine Primark-Tüte und ich werde jetzt einfach mal alles auf mein Bett schütteln, damit es einfacher ist und ihr nicht die ganze Zeit dieses Knistern hört. Ups. Dann zeige ich euch mal meine sexy Sachen, die ich bei Primark gekauft habe, die nicht so sexy sind. Einmal diesen hellblauen Rock, der aus Kunstleder ist. Natürlich Kunstleder, denn wir reden ja von Primark. Und der Rock müsste bis über die Knie gehen, also kurz über die Knie. Ich finde das persönlich dieses Jahr sehr, sehr schön, denn man muss ja nicht zu viel Bein zeigen. Das ist ja auch sehr schön, ne? Es sitzt an der Taille und ich finde diesen Rock einfach super elegant und dadurch, dass der so normal ist, kann man den halt mit vielen verschiedenen Sachen kombinieren. Und hier sage ich nochmal, falls ihr sehen wollt, wie die Klamotten angezogen aussehen, dann wartet einfach noch ein paar Tage, falls ihr das Video direkt nach dem Hochladen anguckt, denn da werde ich dann sozusagen eine Outfit-Reihe filmen, wo ich dann die Klamotten anziehe und euch dann zeige, wie es dann angezogen aussieht. Und falls ihr es dann später anklickt, sozusagen dieses Video, dann einfach unten in die Infobox gucken oder hier oben auf den Link klicken. Und ja, dann machen wir mal weiter. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, außer dass es 11 Euro gekostet hat. Und dann habe ich noch einen Rock gekauft. Und zwar so ein kariertes, was so bis unter die Knie geht. Das ist so ein Midi-Rock. Und ich mag den, weil dieses Jahr, ich weiß nicht, ich liebe diese Midi-Röcke. Wenn man dann dazu noch so schöne bunte High-Heels anzieht, sähe das einfach mega Hammer aus. Und der Rock ist natürlich auch wieder taillengeschnitten. Das heißt, es sitzt an der Taille und der Rock hat... ist preislos, hat leider nichts gekostet. Ich werde es nachher nachschauen, aber die Preise seht ihr hier unten in der Ecke. Ich glaube, der müsste so 17 Euro oder 15 Euro gekostet haben. Und dann habe ich noch einen Rock, denn es ist ja bald Sommer. Der hier hat 17 Euro gekostet und der ist auch ein bisschen besonders, denn ich finde, dieser Rock könnte auch wirklich bei Zara hängen, denn dieser Schnitt ist einfach super elegant und super ausgefallen. Und das Muster, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da sind so Blümchen drauf. Also jetzt nicht so große Blümchen, aber ihr kennt doch bestimmt diese asiatische Blumen und die sind da drauf. Voll asiatisch, so wie ich. Ja, ist auch wieder Taille, also sitzt an der Taille. Und hier müsst ihr aufpassen, ihr müsst wahrscheinlich eine Größe kleiner nehmen, als ihr normalerweise trägt, denn sonst sitzt das komisch und es sitzt einfach nicht schön. Dann habe ich noch einen Rock, beziehungsweise einen Hosenrock. Ja, so langsam müsste ich mal aufhören, mir andauernd Röcke zu kaufen. Der hier hat 11 Euro gekostet. Ja, ist eine Hose, denn darunter, seht ihr ja, ist eine Hose und da wurde sozusagen einfach Stoff drüber gelegt, damit es so aussieht wie ein Rock, aber hinten ist es eine Hose und in Pink, weil ich weiß nicht, warum ich mir den Pink geholt habe. Den gibt es auch noch in so einer Minzton und in so einem hellgelb, aber ich habe Pink genommen, weil es einfach so schön knallt und ich
passende Schuhe dazu hatte, die ich mir letztens in Holland gekauft habe. Deswegen, ja, ich habe mir einfach pink gewählt, weil pink doch voll süß ist. Dann habe ich noch Oberteile gekauft. Ja, ein bisschen blöd von mir. Ich habe die zwar anprobiert, aber ich wusste nicht, welche Größe ich nehmen sollte. Deswegen habe ich einmal 32 mitgenommen und einmal 34. Und zu Hause, wenn man das dann halt nochmal richtig anzieht, merkt man, dass man halt die kleinere Form doch besser war. Deswegen lasst euch in der Kabine Zeit und probiert die Sachen richtig an und hetzt euch nicht. Das Oberteil ist jetzt aber jetzt nicht so besonders und war auch nicht so teuer, deswegen habe ich einfach gesagt, dass ich die einmal in 32, einmal in 34 mitnehme. Es ist einfach so ein Tanktop mit so einem Täschchen hier an der Seite. Ich fand die jetzt nicht besonders schön, aber ich habe die mitgenommen, weil ich die sozusagen zu allem kombinieren kann. Zu bunten Röcken, zu farbigen, also so mit Blümchen Röcken und alles. Deswegen habe ich mir einfach mal so eine mitgenommen für 4 Euro. Ja, dann nochmal in Größe 32. Und dann habe ich einen Blazer gekauft und zwar in Türkis. Den gibt es auch noch in Hellrosa, aber die gab es leider nicht mehr in meiner Größe. Deswegen habe ich einfach Türkis gekauft. Denn ich finde Blazer immer so praktisch, wenn man rausgeht, es aber nicht so warm ist, aber auch nicht so kalt ist, dass man sozusagen nicht weiß, was für eine Jacke man anziehen soll, kann man einfach so einen Blazer rüberwerfen. Und dann habe ich die mitgenommen, weil ich den Schnitt eigentlich auch jetzt gar nicht so schlecht fand. Und das war einer der wenigen Blazer bei Primark, die ich schön fand. Deswegen musste ich mir die kaufen für 17 Euro. Dann kommen wir zu einem anderen Jäckchen, beziehungsweise Cardigan. Das ist sehr, sehr lang, aber das werde ich auch nicht so auf der Straße anziehen, sondern das ist jetzt eigentlich nur für den Strand und das hier hat 12 Euro gekostet. Es ist wirklich maxi. Es geht bis zum Boden, aber wenn man am Strand ist und dann sowas anzieht, dann ich fühle mich dann immer besser, weil sonst nur mit Bikini fühle ich mich so nackig und deswegen habe ich mir das dann einfach mal gekauft, denn 12 Euro fand ich jetzt auch nicht so teuer. Dann habe ich noch ein Kleid gekauft, dreiviertelärmig, und dieser Stoff erinnert mich wirklich an meine Oma, denn ich glaube, meine Oma hat wirklich so einen Stoff in ihrem Kleiderschrank hängen. Naja, egal, Oma, wir laufen dann im Partnerlook rum. Das Kleid fand ich schön, auch wenn das jetzt nicht so taillenbetont ist, es fällt aber sehr, sehr schön auf dem Körper sozusagen so runter. Und die Länge ist auch perfekt, denn es ist nicht zu lang und auch nicht zu kurz, dass es so ein Partykleid sein könnte. Es müsste bis so zur Kniemitte gehen und das ist für mich, also ich finde das eine perfekte Länge. Das Muster finde ich eigentlich ein bisschen too much, aber dadurch, dass ich das angezogen habe und gesehen habe, dass es dann irgendwie doch schön aussieht, obwohl es sich an meine Oma erinnert, habe ich mir das dann mal gekauft für 15 Euro. Fand ich dann ganz okay. Und ja. Und dann habe ich noch eine bunte Kette gekauft. Die war 8 Euro. Die sieht so aus. Und ich glaube, die haben mittlerweile auch schon so viele Leute gekauft, weil die einfach so elegant aussieht für den Sommer, weil die Farben auch so fröhlich sind. So diese Pastellfarben sind ja dieses Jahr eh der letzte Schrei. Und deswegen habe ich mir die für 8 Euro gekauft, obwohl ich das eigentlich sehr, sehr teuer finde für so eine Primark-Kette. Aber naja. Dann habe ich mir noch so 2 Haarbänder gekauft, wenn man sich einen Dutt macht. Einmal so mit Sonnenblumen und einmal hier so mit Rosen. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich beide gekauft. Die hier hat 2 Euro gekostet mit den Rosen. Und die mit den Sonnenblumen hat 2,50 Euro gekostet. Und ich werde auch noch in einem Hair-Tutorial zeigen, wie das halt aussieht, wenn man sich einen Dutt gemacht hat und dann diese Teile da anbringt. Dann habe ich noch Ringe gekauft. Und zwar diese, ja, ich zeige es euch mal. Warte, ich zeige es an dem schönen Ring. Und zwar sowas hier. Die hat 2 Euro gekostet. Und das sind halt so, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese Ringe, die nur, also die nicht ganz unten angezogen werden, sondern nur hier oben am Finger. Auf jeden Fall fand ich das super schön, habe ich mir die gekauft. Und dann habe ich Ohrringe gekauft. Ihr
seht ja wahrscheinlich ganz oft in meinen Videos, dass ich immer diese Perlenohrringe anhabe. Natürlich nicht echt, Leute. Aber ich dachte mir, falls ich die mal verliere, habe ich hier noch Ersatz. Und vor allem habe ich keine silbernen, deswegen habe ich mir die gekauft für 1,50 Euro. Und für 1,50 Euro finde ich das ziemlich, also ziemlich günstig, weil hier sind einfach mal 6 Ohrringe drin. Also lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr auch noch Perlenohrringe braucht. Primark. Dann kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Und zwar einmal diese Pinzetten. Eine normale und eine so spitze. Die sind, glaube ich, für eingewachsene Haare oder so. Auf jeden Fall habe ich die eigentlich gekauft, weil ich das hier super süß finde. Denn da wurde Love sozusagen rausgeschnitten in der Pinzette. Und keine Ahnung, das habe ich noch nie gesehen und deswegen wollte ich es unbedingt haben. Und für 1,50 habe ich mir die dann einfach mal gekauft, obwohl ich nicht weiß, ob die jetzt gut sind oder nicht. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Dann habe ich mir noch einen Rucksack gekauft für 12 Euro. Hier wird meine Cousine mich auslachen, denn wir hatten mal so eine Situation, wo ich ihren Rucksack anziehen sollte. Und ich sah einfach damit voll dämlich aus. Aber jetzt habe ich einfach mal einen anderen Stil sozusagen an Rucksack gekauft, der ein bisschen vielleicht so schicker ist, eleganter ist und nicht so, ich weiß nicht, es gibt ja auch noch andere Rucksäcke, ihr wisst ja. Ja, die Handtasche, dieser Rucksack war eigentlich auch ganz schön, deswegen habe ich mir die gekauft. Vor allem passten da auch voll viele Sachen rein und es gibt hier so eine Schnur. Irgendwie, egal was ich heute sage, hört sich alles asiatisch an. Aber egal, machen wir weiter. Damit das Video auch mal zu Ende ist. Hier passen voll viele Sachen rein und wie gesagt, perfekt für den Urlaub. Falls ihr auch einen Rucksack braucht, Primark hat da sehr schöne Rucksäcke. Naja, hier sind wir dann am Ende des Videos und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Hinterlasst mir in die Kommentare, was von den Sachen, die ich gekauft habe, ihr am unnötigsten fandet. Denn das würde mich mal interessieren, denn manchmal gehe ich einkaufen, also gehe ich shoppen und dann kaufe ich meistens bei Primark auch oft so unnötige Sachen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr einfach an meiner Stelle einfach nicht gekauft hättet, wenn ihr ich seid. Klingt das irgendwie logisch? Ich glaube schon. Egal, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!